Angesichts des 1-1 zwischen Schalke und Bremen war es in Dortmund eher ein Verlust als ein Punktgewinn. Kann man das so sehen? Nein, für uns, jeder Punkt ist wichtig und jeder Punkt zählt am Schluss bei der Endabrechnung. Und wir hätten das Spiel gewinnen können, wenn wir natürlich die ersten Chancen verwertet hätten. Wenn wir 1-0 in Führung gegangen wären, dann wäre auch das Dortmunder Publikum geschockt gewesen. Dann wäre Unsicherheit auch in den Reihen der Dortmunder Spieler aufgekommen. Und das haben wir halt leider nicht geschafft. Und danach, nach der 60. Minute, haben wir doch 10 schlechte Minuten gehabt, wo wir die Organisation verloren haben, wo wir auch nicht die nötige Disziplin hatten, die Ordnung zu halten. Und da haben wir das Glück des Tüchtigen dann auch gehabt, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Und darum würde ich sagen, am Schluss war es dann gerecht, das Ergebnis. Inwiefern oder inwieweit fehlt denn in solch einer Situation Franck Ribéry? Ach, Ribéry ist ein Ausnahmefußballer, das ist ja klar. Und er ist eine große Verstärkung auch für diese Mannschaft. Und trotzdem müssen wir auch ohne Franck Ribéry hätten wir das Spiel gewinnen können. Wir haben ja 2 Lattentreffer. Miroslav Klose läuft noch alleine aufs Tor. Luca Toni hat noch eine große Chance. Also normalerweise machen wir da immer ein Tor, wenn wir ein bisschen frischer gewesen wären. Aber somit mit der Vorgeschichte, wenn wir das nicht nochmals betonen, mit Belgrad war das einfach dann okay, weil nicht viel mehr drin war an dem Spieltag. Es wäre mehr drin gewesen, wenn wir 1-0 in Führung gegangen wären, dann macht man Kräfte frei, das kennen wir ja. Dann spürt man die Müdigkeit nicht so und dann kann man auch nur verteidigen und muss nicht die weiten Wege gehen. Aber das haben wir halt leider nicht geschafft und darum sind wir zufrieden mit dem Punkt. Oder ich bin sehr zufrieden mit dem Punkt. Aber dennoch fehlt da nicht dann so ein Spieler, der da mal so einen kongenialen Geistesblitz hat? Ja, mit Franck Ribéry haben wir auch in Hamburg 1-1 gespielt. Haben auch nur einen Punkt geholt und gegen Schalke zu Hause unentschieden. Wie sieht es jetzt für Mittwoch aus mit Ribéry? Ja, Ribéry ist für Mittwoch nach wie vor sehr fraglich. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass er am Mittwoch nicht spielt.